Also hat der Wasserstoff einen therapeutischen Nutzen? Wie viel Wasserstoff produziert denn jetzt so ein Ionisierer? Jetzt hat in einem Durchflussionisierer, hat der Wasserstoff, der braucht eine gewisse Zeit, um sich zu lösen. Der hat dann nicht genügend Zeit, weil da läuft 1 Liter in einer Minute durch. Und da kommt man jetzt auf Wasserstoff, Gehalte von 500 bis 1500 ppb Parts per Billion. Da kann man sagen, das ist schon gut, weil das ist so anerkannte Fachmeinung, ab 500 ppb ist es therapeutisch interessant. Man kann aber sagen, okay, nee, ich möchte es gern stärker haben. Ich möchte mehr als 1500 ppb. Ich will meinetwegen 2000 ppb oder 2500 ppb. Da, und das ist jetzt der neueste Forschungstrend, sagt man, okay, dann boostet man das Ganze noch mit Wasserstoff. Da gibt es also diese kleinen Geräte, in denen man dann ein bereits ionisiertes basisches Wasser reingibt. Und das ist dann eine Zelle, die ausschließlich Wasserstoff produziert. Da muss ich jetzt hier drücken. Und dann sieht man hier diese kleinen Blasen hochsteigen. Das Ganze ist unter Druck, sodass der Wasserstoff, der jetzt ja hier nach oben ausgast, praktisch wieder zurückgepresst wird in das Wasser. Und dadurch kann ich den Gehalt an Wasserstoff erhöhen. Ja, das nenne ich einen Wasserstoffbooster. Ja, also das ist auch das, was ich dann gerne trinke. Nämlich ein Wasser aus einem Wasserionisierer gebe ich da rein und booste das dann noch auf, dass ich möglichst viel Wasserstoff habe, weil das schmeckt erstens unglaublich gut. Also das wird geradezu butterig weich, das Wasser. Und zweitens tut es auch sofort spürbar gut.